So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Rollercoaster Tycoon. Für mich ist es jetzt echt schwierig, irgendwie zu warten, dass hier irgendwas kommt. Wir haben jetzt die Stahlgerüst-Achterbahn, die Wasserrutsche wurde gerade erforscht, wie ihr seht. Und die ersten Leute verlassen schon wieder unseren Park. Bis zu 466 Besuchern haben wir jetzt schon reingeholt in unseren Park. Und ja, 433 Franc ist zwar nicht viel, aber wir haben auch schon einen Teil des Kredits zurückgezahlt. 8000, das ist sehr, sehr gut. Und wir werden jetzt natürlich die Stahlgerüst-Achterbahn zusammen mit der Wasserrutsche bauen. Stahlgerüst-Achterbahn, da gibt es ja jede Menge, was auch kleiner ist, was man theoretisch auch hier mit reinstellen kann und dementsprechend auch nicht so viel Platz wegnimmt. Da könnte dann auch noch was anderes stehen. Eingang, Ausgang. So, und das geht, wow, sogar hier unten durch, geil. Dann wollen wir das Ganze mal setzen. Nee, war schon richtig. So. Guti. Steht. Passt, wackelt und hat Luft. Dann kommen wir zu diesem Ausgang. So ist schön. Das Ganze wird eröffnet und zwar für 1,30. So, dann haben wir eine weitere Achterbahn und wieder einen weiteren Anschluss dann auch in der Mitte, sodass, wenn die Leute in die Mitte gehen, nicht allzu viel fehlt. Wir werden uns auch noch um weitere Fressdinger kümmern, wie zum Beispiel hier vorne, hier hinten und so weiter. Und hier werden wir jetzt die Wasserrutsche hinsetzen. Denn so viel Platz ist hier ja eh nicht mehr. Dies bauen nach eigenem Ermessen. Kommt hier hinten mit hin. So, ein noch. Dann ab nach oben. Und es wird zu hoch. Okay, dann gehen wir erstmal geradeaus, rechts rum. Wieder geradeaus und hoch. Hier ist es wenigstens nicht allzu hoch für die Stahlträger, das ist okay. Geht's noch höher? Ja. Jetzt ist Schluss. Gut. Dann geht's ab nach unten. Ab in eine Röhre. Einmal so rum. Und schon haben wir kein Geld mehr. Jo, das war klar. Wir haben ja auch die Stahlgerüst-Achterbahn vorher gebaut. Machen wir das einfach mal. So. Mal sehen, ob wir da unten durchkommen. Kommen wir. Ist ja nice. Warte mal, dann machen wir es sogar anders. Dürfen sich dabei ansehen, wie sie da bei dem Looping durchgehen. Ups, das war zu hoch. Links rum. Runter. Nee. Warte, bleib mal geradeaus, geh mal gleich wieder nach links. Dann nochmal runter. Frei. Achterbahn im Weg. Ah, okay. Das ist natürlich doof. Okay, dann machen wir es erstmal so. Noch ein Stück höher. Ab hier dann runter, geht noch nicht. Jetzt runter. Erstmal geradeaus. Rumführen das Ganze. Und sitzt. Sehr schön. Gut, dann brauchen wir dementsprechend noch Eingang, Ausgang. Ist natürlich die Frage, ob es die Leute jetzt wirklich tangiert, wenn sie da runterrutschen. Ob die das gut finden. Eingang, Ausgang. Einmal drehen, sonst sehe ich nichts. Es ist allgemein ziemlich windig jetzt gerade, diese ganze Sache, diese ganze Angelegenheit. Nee, so schon richtig. Das sitzt, wackelt und hat Luft. Verdammt. Nee, 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 nee. So nicht.
Ich hoffe, jetzt ist keiner ertrunken. Aber ich denke nicht. So, für 1,20 eröffnen. Und wieder haben wir zwei neue Attraktionen im Park, die neue Leute anlocken und dementsprechend schon für 544 Besucher gesorgt haben. Sehr nice. Weitere 100 Besucher, das ist immer gut. Jetzt können wir auch hier hinten für Essen und so weiter sorgen, das ist kein Problem. Getränke haben wir hier und da. Brauchen wir hier wirklich bloß Mr. Zuckerwatte, obwohl Mr. Zuckerwatte ist da. Na doch, passt. Das ist okay. Eröffnen. Eine neue Toilette. Eröffnen. Das ist wirklich auf engstem Raum hier alles. Und die ersten Boote fahren los. So rum. Wieder runter, rum und sind da. Was sagen die Testergebnisse? Mittelniedrig, niedrig. Oder nee, niedrig, mittelniedrig. So rum. Das geht aber. Das ist okay. Wasserrutsche. Information wird als nächstes erforscht. Das ist ja auch super. Wissen die Leute wenigstens, wo sie lang zu gehen haben. Hier gibt es jetzt auch was zu essen. Wunderbar. Hier warte ich noch. Also ich möchte tatsächlich hier einiges noch zustellen. Und das geht nur, wenn wir den Leuten die Möglichkeit dazu geben. Unsere Attraktionen zu nutzen. Aber guck mal, das hält sich relativ die Waage. Die einen kommen an, während die anderen gerade losfahren. Das ist okay. Neue Attraktion Information. Sehr schön. Dies bauen. Eröffnen. Noch eine bauen. Hier in der Mitte wäre sie nicht verkehrt. Jetzt die mal da mit hin. Achterbahn im Weg. Okay. Dann hier. Tut mir leid für diejenigen, die da gerade gesessen haben. Ich werde weitere Bänke in die Wege leiten. Ich schwöre es. So. Hat ja keiner gesagt, wo und wie viele. Okay. Das wäre auch soweit durch. Sind wir schon wieder bei 5000 Francs. Können wieder einen Großteil zurückzahlen. Auch die Information sorgt dafür, dass wir jetzt Schirme, Parkwegweiser verkaufen. Und dementsprechend die Leute wissen, wo sie hinzugehen haben. Auch wenn es regnet. Juhu! Riesenrad 1 ist defekt. Okay, passiert. Aber wir haben schon relativ viele Dinge bei uns hier im Park, oder? Wenn wir jetzt mal so gucken, doch, auf engstem Raum sieht das schon sehr, sehr gut aus. Wenn wir jetzt noch die ein oder andere Achterbahn dazu bekämen, das wäre toll. Dann könnten wir jetzt auch den Rest noch vollstellen. Und jetzt hätte ich gern so eine Verschnellerungstaste, aber die gibt es ja leider nicht. Auf jeden Fall können wir noch ein oder zwei Achterbahnen bauen. Die könnten dann hier anfangen und da anfangen und dann hier alles überlagern. Und in der Mitte kommen noch einige andere aufregende Attraktionen. Unter anderem vielleicht auch das Bootfahren noch mit dazu. Das wir jetzt bisher, obwohl es die Möglichkeit gibt, noch nicht haben. Aber ich habe eine Idee. Bootfahren. Ist mir jetzt gerade so eingeschossen. Quatsch. Geradeaus. Baumstammrutsche im Weg. Okay, dann geht das nicht geradeaus. Gehen wir eben nach links. Ist doch auch nicht schlimm. Dann hier unter durch. Rechts rum. Dadurch. Links rum. Geradeaus, links rum, geradeaus, wieder links, geht nicht, Achterbahn im Weg,
So geht's nicht. Rechts rum. Geradeaus. Geht nicht. Links rum. Bootsverleih im Weg. Oh Mann. Links rum funktioniert. Rechts rum. Geradeaus. Dann wieder so rum. Okay, der Bootsverleih steht. Dann haben wir wieder eine neue Attraktion, ohne dass wir dafür großartig etwas machen mussten. Allerdings sehe ich jetzt überhaupt nichts mehr. Jetzt wird's echt kompliziert. Eingang. Ausgang. Und die Wege ran. Ja, jetzt wird es auch mit dem Weg kompliziert, sehe ich gerade. Ich dachte eigentlich, ich wäre auf der passenden Höhe, aber offensichtlich nicht. Okay, überlegen, überlegen, überlegen. Ich hätte eine Idee. Ich habe eine Idee. Egon hat einen Plan. Dreh mal bitte. Oh oh, oh oh. Ein Besucher ist ertrunken. Oh, das wollte ich nicht. Das war nicht meine Absicht. Verdammt. Ja, das wollte ich immer verhindern. Das ist das erste Mal, dass ein Besucher ertrunken ist bei uns. So, Bootsverleih 1 wird schon mal eröffnet. Hier soll keiner hin. So, und das Ding wird wieder nach oben gebaut. Sehr schön. So, das geht auch. Und jetzt können die Leute sogar Boot fahren. Auch bloß wieder weitere Mülleimer. Okay. Dann steht jetzt unser Gesamtergebnis wieder. Und wir müssen gucken, dass wir mit der Forschung weiter vorankommen. Hängende Achterbahn, die wird jetzt gerade erforscht. Das ist auch schön. Und hier ist jetzt alles definitiv dicht. Ich glaube, hier werde ich nichts mehr hinsetzen. Eventuell noch was zu essen, mal so zwischendurch. Aber dann war es das auch. Irgendwie scheinen die Leute sowieso nur am Essen interessiert zu sein. Ich sehe sie den ganzen Tag nur auf Parkbänken sitzen. Und das bei über 600 Einwohnern, wollte ich gerade sagen, Besuchern. Wir sind jetzt schon, wir haben unseren Zielwert erreicht. Am Anfang des ersten Jahres sind wir sehr gut durchgestartet und dementsprechend jetzt im September sind wir schon durch. Hängende Achterbahn, die können wir jetzt bauen. Dies bauen. Flight of the Phoenix wird nirgendwo hinpassen. Nach eigenem Entwurf. Wird wieder kompliziert, aber da muss ich durch. So, da fangen wir an. Dann nach oben. Achso, und dann haben wir kein Geld mehr, ist nicht schlimm. Kredit kann ich aufnehmen. Dann kann hier noch eine andere Achterbahn nachher stehen. So, tiefer. Fußweg im Weg. Ach so. Ah, war ja auch dumm von mir. Nochmal alles abreißen. Ich muss das ja richtig nach rechts bauen. So weit rechts wie möglich. Sonst passt das ja nicht mit dem Fußweg oder mit irgendwas anderem.
So. Dann runter. Ja, was gibt's für Besonderheiten? Helix und so weiter. Ich würde ja am liebsten noch was weiteres einbauen, aber ich weiß, dass unsere Leute dann wieder durchdrehen. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich hier noch irgendwas einbauen sollte. Vielleicht sollte ich das einfach anklatschen und sagen, das ist es. Viel Spaß. So, jetzt sind sie auf jeden Fall wieder oben. Helix aufwärts, abwärts, links. Geht nicht. Doch, warte mal, was ist, wenn wir jetzt rechts rumgehen? Kann ich dann Helix abwärts rechts machen? Rechts. Es würde bis dahin funktionieren. Wir könnten sogar drüber hinweggehen. Ich weiß gar nicht, wie tief muss ich denn? Bin ich nicht schon auf der richtigen Höhe? Machen wir mal eine S-Kurve links, rechts. Noch eine rechts. Dann sind wir zu weit. Aber zumindest auf der richtigen Höhe, was das hier angeht. Würden wir so komplett rankommen.